So, jetzt mit dem Taxi 70 km ins nächste größere Städtchen gefahren, zu der Eurocar. Mein Mietauto abholen. Und jetzt bin ich wieder da. Und es ist zwar fischertechnisch nicht so super, aber immerhin, es ist ein Diesel. Und kommt doch einfach mal mit. Ein kleines Upgrade im Vergleich zu meiner Bühlenkiste habe ich schon bekommen. Da hinten, seht ihr es? Der Audi, sicher schön zum Fahren, aber so rein ladetechnisch könnte das morgen noch interessant werden. Den darf ich jetzt eine Woche haben, bis am nächsten Samstag. Und darf selbstverständlich auch mit dem arbeiten, etc. Also für jeden, der ins Ausland geht, fischen, macht euch einfach mal schlau, wie es aussieht, wenn ihr eine Panne habt im Ausland, wie das aussieht. Ich werde dann mein Auto, weil es erst am Mittwoch fertig ist. Übrigens, die Zündkerzenkabel sind irgendwie kaputt. Wir müssen es neu bestellen, dauert 3 Tage. Am Mittwoch soll das Auto repariert sein. Und ich darf es dann nächsten Samstag wieder holen, das Auto abgeben, das holen. Wie ich dann von der Eurocar-Filiale zu meinem Auto komme, weiß ich jetzt auch noch nicht so genau, wie wir dann schauen. Vielleicht nicht mehr wieder das Taxi, wer weiß. Aber tut euch mal informieren, ob ihr da irgendetwas habt, weil sonst wird es sau mühsam. Die haben das wirklich super organisiert, es ist leider Ferienzeit. Haben alle viel zu tun, sind alle am Reisen. Es war ein bisschen schwierig gewesen. Leider wäre schön gewesen, die Reparatur wäre bis am Samstag jetzt gemacht gewesen. Leider nicht so. Gut, ich fahre ja gerne durch Frankreich. Macht euch einfach mal schlau, wie es bei euch ist. Bei euch ist, mit versicherungstechnisch, und tun sonst noch so irgendetwas abschliessen. Das kostet auch nicht alle Welt. Wenn ihr einmal das habt, dann habt ihr das locker wieder draussen. Ich bin froh, ich habe sie fast gekündigt, weil ich gefunden habe, für was zahle ich das Geld im Jahr. Und jetzt ist es, glaube ich, gesetzt auf bis ans Lebensende, dass man das einfach hat. Das gehört dazu, wenn man im Ausland unterwegs ist. Und nehmt nicht so viel Deckel mit, das macht vieles einfacher, wirklich. Wirklich. Und der Grillchef hat jetzt den Grill schon angeschmissen. Und jetzt tun wir noch den letzten Abend grillieren. Dann schauen wir, vielleicht bringt er die nächste Nacht noch irgendetwas. Und dann schauen wir, dass wir morgen heimkommen. Wahrscheinlich nehmen sie mich am Zoll raus mit dem Auto. Ist klar, sehen aus wie ein Zuhälter. Dann kommt er mit dem Audi A4 angetrabt und ist noch unzufrieden. Fisch umdrehen, dass der Rücken gegen dich ist. Ja. Und jetzt unten durchlangen und dann unten. Ich glaube, da mal ein bisschen mühsam. Hast du mich bei der Brust gelassen? Bis du dort im Gelenk drin bist mit dem Ding.
voller Partikel, hä? Schon? Alles voll Hand. Da siehst du keine Partikel. Halt noch ein bisschen höher. Lachen, Messi. Kannst du noch ein bisschen höher? Sieht aus wie 5 Kilo. Objektiv. Schlecht, aber ich habe den Kopf abgeschnitten. Hast du noch ein bisschen hören? Komm jetzt! Seht man da auch, die Fisch. Das Maul vor allem. Ja, wie die so zwei sind am Pellet, haben sicher da Stress. Ja. Ein Stresssymptom. Parasiten sehe ich als solches gar keine. Kannst du mal das Maul noch ein bisschen anschauen. Und die Müller, naja. Man sieht, der Fisch frisst immer auf die gleiche Seite. Da ist nicht mehr sehr viel rum. Da haben natürlich auch die Haken. Nicht mehr wirklich so gut. Darum haben wir wahrscheinlich auch so viel Fehlbiss die ganze Zeit. Ich sehe noch mal weit drüben, die hohe Pfütze. Der Fisch kann quasi 10 cm neben dir stehen und du siehst ihn einfach nicht. Das ist Wahnsinn. Und weg. So, mittlerweile sind noch ein paar Wochen, mehrere Wochen, Monate sogar vergangen, seit unserem Ausflug an La Rinarde. Die ganze Aufregung mit dem Auto etc. ist jetzt so weit mal vergangen. Die Abrechnung vom TCS steht noch aus. Ich habe mir mittlerweile ein neues Auto gekauft, weil ich mich einfach nicht mehr wohlgefühlt habe mit dem. Ihr seht es, da die Tomaten hinter mir. Es ist Herbst, das Laub wird langsam gelb. Und jetzt kommt wieder die Zeit, wo wir vor der Haustür können, erfolgreich sein können. Nicht mehr müssen ins Ausland. Ich denke, jetzt ist genug Zeit vergangen, um die ganze Peleg-Geschichte ein bisschen objektiv beleuchten aus meiner Sicht. Für mich ist es einfach nach wie vor oder nichts mehr, muss ich so sagen. Früher, als ich angefangen habe, war es für mich okay gewesen. Letzten Endes Service und all das war soweit okay gewesen. Und auch wenn man jetzt findet, ja, 300 Euro ist viel, gehen wir mal eine Woche auf den Zeltplatz, kostet euch genauso viel. Letztendlich war es ruhig, relativ gewesen. Das hat aber vor allem ein bisschen mit unseren Nachbarn zu tun. Die einen waren extrem ruhig, die haben den ganzen Tag nichts gehört. Und die anderen waren sehr präsent gewesen, auch lärmtechnisch. Das kann man sich natürlich nicht aussuchen, ist ganz klar. Letztendlich, ich habe eigentlich mehr Service erwartet.
auch, dass es den Fisch besser geht. Das war zumindest mein Eindruck. Aber letzten Endes, überall wo viel gefischt wird, auch an der grossen Natur, sieht man den Fisch einfach auch. Und an so kleinen Gewässern geht es halt wirklich extrem schnell. Und ich finde es schade. Und es tut mir wirklich auch im Herz irgendwie ein bisschen weh. Ich fange lieber kleinere Fische, wo aber gesund sind und ganzes Maul haben und eine schöne Schuppenzeichnung haben. Ja, soweit zu dem. Vielleicht haben wir jetzt das Gefühl, ja, hätte er jetzt voll abgesahnet, würde vielleicht anders reden. Ich glaube, mit jedem gefangenen Fisch hätte mir das Herz irgendwie mehr weh getan dort. Darum war es soweit eigentlich okay gewesen. Wenn ihr wirklich an die Seen geht, dann versucht euch vielleicht neue Seen, die noch nicht so präsent sind, auszusuchen. Oder also die ersten 2-3 Jahre, nachdem man aufgeht, das ist sicher, dann kann man jetzt vielleicht noch schöne Fische fangen. Und ansonsten muss halt wirklich jeder selber wissen, wenn er geht, geht nicht unbedingt im Hochsommer bei mir. Es kann gut gehen, durchaus. Aber es ist jetzt das Jahr allgemein, was ich gehört habe, in ganz Europa und auch da bei uns zu Hause, sehr schlecht gewesen. Klar, es hat immer mal wieder gute Phasen gegeben, wo es ein bisschen gelaufen ist und so. Und lasst euch vielleicht auch nicht täuschen, was auf Homepage oder auf Facebook veröffentlicht wird, wie viel das an den Seen gefangen wird. Papier nimmt viel an und das Internet, da kann man schreiben, was man will. Das kann einem keinen zur Rechenschaft ziehen in dem Sinn. Darum, ich möchte nicht alles schlecht machen. Was Fisherman's Holiday anbietet, was Pay-Lake-Fischen ist. Ich kann es durchaus verstehen, dass man sich den Stress wirklich nicht will geben. Ich habe mich grundsätzlich sehr sicher gefühlt dort, an dem Gewässer. Ich hätte jetzt auch kein schlechtes Gewissen gehabt, allein dort die ganze Woche zu sitzen oder so. Das war wirklich ruhig gewesen, auch die Natur rundum den Wald und so, es war sauber gewesen. Und die Wege waren soweit okay gewesen und. Ich denke, wenn ihr geht, geht einfach möglichst ohne Erwartungen. Ihr habt nicht das Gefühl, das Gewässer ist einfach oder die Fische kumpeln euch in Fäumer. Und wenn ihr dann wirklich mal einen grossen Fisch fangt dort, dann bildet euch nichts darauf ein. Weil es hat so grosse, es hat so viele grosse Fische in diesen Gewässern, auf so wenig Wasser und auch an grossen Seen. Bildet euch nicht irgendwie etwas darauf ein, wenn ihr einmal einen grossen Fisch fangt. Ihr könnt euch dann etwas einbilden, wenn ihr regelmässig anfängt, grosse Fische zu fangen und das auf verschiedenen Gewässern, dann macht ihr etwas richtig. Und letzten Endes, es geht nicht nur um die dicken Fische. Klar ist es schön, einen grossen Fisch zu fangen, der jenseits von 15 Kilo ist. Obwohl das für viele natürlich auch schon ein kleiner ist. Aber ich muss sagen, für mich ist alles, was über 10, alles, was über 15 Kilo ausgeht, ist für mich einfach Bombe. Egal an welchem See ich den eigentlich fange. Und letzten Endes, die grossen Fische, die können nur so gross werden, weil sie irgendwann klein gewesen sind und dann nicht im Kochtopf gelandet sind. Das ist eigentlich ganz einfach. Und man sollte jeden Fisch auch, wenn man vielleicht nicht unbedingt hat wollen fangen, sollte man einfach mit einem gewissen Respekt behandeln. Sie haben es einfach wirklich verdient. Und das ist meine Meinung. Die mich kennen, die wissen, dass ich das so handhaben tue. Und ich wünsche euch viel Spass im Wasser. Das Video ist leider sehr lang geworden, sehr monolog. Ich hätte euch gerne vielleicht noch ein paar Fische mehr gezeigt, obwohl, so schön wäre das wahrscheinlich auch nicht gewesen. Es ist wirklich ein Videotagebuch, wo ich jeden Tag mal irgendetwas erzählt habe, was mir gerade so in den Sinn gekommen ist. Ich
finde es schön, wenn ihr euch das antönt. Wenn ihr in der Mitte abgestellt habt, naja, ist auch okay. Und ich hoffe, das nächste Video wird vielleicht ein bisschen actionreicher und freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Letzten Endes tun wir Unterhaltung produzieren. Und für die, die zwischen den Zeilen lesen, die können immer aus jedem Video irgendetwas mitnehmen. Ich freue mich, wenn ihr das Video liken. Und ich freue mich, wenn ihr wieder mal einschaltet. Und ja, wünsche euch viel Spaß am Wasser.